schmückt jede Seite. Dein erster Versuch zu gehen in voller Bandbreite. Dein Dreirad mit Schleife neben dir wirkt riesengroß. Du in deiner Hose mit Ente und Loch, dein erstes Meerschweinchen in deinem Schoß. Beim Weiterblättern fällt dein Blick auf den kleinen Hund in deinem Arm. Und du spürst ihn noch genau diesen Moment, so lebendig, weich und warm. Du lächelst doch zugleich, ein kleiner Stich in deiner Brust. Deine Assoziationen sind irgendwo gefangen zwischen Dankbarkeit und Frust. Weil du begreifst, du kannst das Leben nicht konservieren. Oh. Über kurz oder lang wirst du jeden Moment an die Zeit verlieren. Deine einzige Chance ist, deine Gläser mit Erinnerung zu füllen. Sie zu schließen, mitzunehmen, nur zu öffnen, um deine Gläser zu füllen. Dein erster Schultag, du und deine Freundin mit Strahlen im Gesicht. Deine Mundwinkel verschmiert von Eiscreme, blinzelst gegens Licht. Ein paar Seiten weiter dann dein erstes Schullandheim. Damals hattest du noch Heimweh und Bammelbomb alleine sein. Doch nach der Woche warst du irgendwie verändert, viel mutiger als früher. Hast dort dein erstes Bier getrunken, mit einem Jungen getanzt, der wohnt schon lange nicht mehr hier. Und du begreifst, du kannst das Leben nicht konservieren. Oh. Über kurz oder lang wirst du jeden Moment an die Zeit verlieren. Deine einzige Chance ist, deine Gläser mit Erinnerung zu füllen. Sie zu schließen, mitzunehmen, nur zu öffnen, um deine Wehmut zu stillen. Die Zeit verging wie im Fluge, schon bist du auf deinem Abschlussball zu sehen. Deine Wangen glühen rot vor Freude, die Füße schmerzen, doch es war so schön. Und du spürst ihn noch genau diesen Moment, dir standen alle Türen offen. Nur eine kleine Auswahl an Freunden von damals hast du bis heute noch getroffen. Du bist ausgeflogen, in die Welt gezogen, hast dir ein temporäres Nest gebaut. Das letzte Bild, kurz vor leeren Seiten, ist dir unheimlich vertraut. Und du spürst ihn noch genau diesen Moment, seine weichen Hände und seinen Duft. Deine Assoziationen sind irgendwo gefangen zwischen Dankbarkeit und Frust. Ihr habt euch wirklich geliebt, ihr habt alles versucht, ihr habt es wirklich ernst gemeint. Doch du spürst ihn noch genau diesen Moment und wie es ist, wenn man die ganze Nacht weint. Weil man begreift, man kann das Leben nicht konservieren. Oh. Über kurz oder lang wirst du jeden Moment an die Zeit verlieren. Oh. Deine einzige Chance ist, deine Gläser mit Erinnerung zu füllen. Sie zu schließen, mitzunehmen, nur zu öffnen, um deine Wehmut zu stillen. Selbst wenn du irgendwann merkst, dass sich dein Proviant zum Ende neigt, du kannst dir sicher sein, du bist etwas, was bleibt. Wenn du die letzten Seiten füllst und deine Wehmut dir die Bilder zeigt, du kannst dir sicher sein, du wirst etwas fühlen, das Gänsehaut.